Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die erste Meldung des Coronavirus in der Tagesschau. Ja, ein ganz spannendes Thema haben wir uns heute rausgesucht. Und zwar, wir wollen nochmal rückblickend auf die erste Corona-Meldung in der ziemlich bekannten ARD-Tagesschau sehen. Und ja, ich dachte, das wäre ein ganz spannendes Thema, weil gerade jetzt in der Retrospektive man das, glaube ich, sehr schön betrachten kann. Und durch ein bisschen Forschung haben wir dann festgestellt, am 25.01.2020 gab es die erste richtige große Corona-Meldung in der Tagesschau, in der es dann auch um Deutschland, um die Sicherheit in Deutschland und auch Europa ging. Deswegen schauen wir da jetzt mal rein. Das heißt, die erste Meldung war quasi, dass erste Fälle des Coronavirus in Europa nachgewiesen worden sind, und zwar damals in Frankreich. Wir schauen einmal rein. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das neuartige Coronavirus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter aus. Erstmals wurden auch drei Fälle in Europa bestätigt, in Frankreich. Weltweit sind etwa 1400 Menschen infiziert. 41 starben bislang an der Lungenkrankheit, alle in China. Die USA und Frankreich wollen jetzt ihre Staatsbürger aus Wuhan herausholen, wo das Virus zuerst aufgetreten war. So, jetzt haben wir das einmal gehört. Ganz spannend, oder? So aus dem Rückblick da jetzt nochmal drauf zu gucken. Das Zweite, was dann kam, ist, dass sich Wissenschaftler dazu geäußert haben. Und damals wirklich auch noch so deklariert als Wissenschaftler, die damals dann noch keinen Grund zur Sorge sahen. Oder auch die WHO. Dieser Wissenschaftler, von dem da die Rede ist, ich glaube, den kennen wir alle, den Namen haben wir alle schon mal gehört in letzter Zeit. Und wer ihn nicht gehört hat, der war wirklich vergraben irgendwo. Und zwar ist das Christian Drosten. Und seine erste Einschätzung zum Coronavirus, die sehen wir jetzt. Für Experten kein Grund zur Sorge. Für mich ändert das Ankommen von Einzelfällen in Frankreich gar nichts an der Einschätzung der Lage. Viel wichtiger sind für mich die neuen wissenschaftlichen Daten, die wir jetzt haben aus China. Und wir können jetzt doch zunehmend sagen, das Ganze ist sehr, sehr ähnlich wie SARS. Die Weltgesundheitsorganisation sieht derzeit keine Notwendigkeit, einen internationalen Notstand auszurufen. Der Erreger gehört zur großen Gruppe der Coronaviren. So, genau, das war jetzt auch nochmal schön spannend und lehrreich, auch das nochmal im Nachhinein, im Rückblick nochmal zu sehen. Ganz, ganz spannend. Vielleicht auch nochmal als privaten Input. Ich kann mich daran erinnern, als das Coronavirus anfing und das so ein bisschen rüberschwappte nach Europa, da war ja ganz am Anfang erstmal so, dass jeder irgendwie gesagt hat, was ist das jetzt? Das ist irgendwie wieder die zweite Schweinegrippe und der fünfte Rinderwahn und der siebte Ehek. Und keiner wollte das richtig ernst nehmen. Ich erinnere mich an einem Geburtstag im familiären Umkreis, wo dann ein Bekannter im Prinzip sagte, der auch schon seit mehreren Jahren praktizierender Arzt wäre, ja, das ist einfach nur eine Grippe, das wird nichts Schlimmes. Ja, und da möge er sich auf jeden Fall getäuscht haben. Ich fand es jetzt noch ganz spannend, zurückzugucken. Schreibt es mal in die Kommentare, wie fandet ihr den Rückblick? Welche Aussagen fandet ihr gut oder welche Einschätzungen waren gut oder schlecht? Ja, schreibt es einfach mal drunter. Mich würde es interessieren. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.